Der ASK, der Arbeitskreis Spandauer Künstler, wurde 1978 gegründet. Seitdem schaffen in den Räumen viele Künstler hervorragende Kunstwerke, die für alle Kunstinteressierte auch erlebbar werden. Auch in diesem Jahr hat der ASK wieder einige Events beim traditionellen Pressefrühstück vorgestellt. Hallo, ich begrüße Sie im ASK, im Arbeitskreis Spandauer Künstler. Wir sind hier zu Hause in Spandau, in der Heerstraße 529. Und auch in diesem Jahr haben wir wieder einiges vor und würden uns freuen, wenn Sie ganz zahlreich zu uns kommen würden. Wir fangen im Januar an mit einer Ausstellungseröffnung, mit einer Gastausstellung. Der Name ist noch nicht bekannt, es wird aber vielleicht eine Malerin aus Potsdam sein. Und die Ausstellung beginnt am 18. Januar um 16 Uhr. Das nächste, was wir vorhaben, ist eine Lesung unserer Autorengruppe Dichtung und Wahrheit in der Konditorei Festa. Auch dieser Termin ist leider noch nicht bekannt, aber das Thema der Lesung sind die vier Elemente. Ja, und wie in jedem Jahr gibt es auch in diesem Jahr wieder die Kunst- und Maibowle. Die findet am 17. Mai von 14 bis 19 Uhr statt und gleichzeitig mit einer Gemeinschaftsausstellung der Mitglieder des ASK. Das ist eigentlich immer sehr interessant und wir erwarten natürlich viele Besucher. Das Sommerfest findet in diesem Jahr am 16. August von 14 bis 19 Uhr statt und auch da gibt es eine große Ausstellung. Und auch da werden wir uns wieder mit tollen Bildern des ASK präsentieren. Aber ganz besonders schön wird es am 3. November sein, denn vom 3. November bis 6. November lädt der ASK zu einer Projektwoche ein. Das Thema steht noch nicht fest, aber das Ergebnis wird dann in einer Ateliernacht am 14. November um 16 Uhr mit einer Werkschau gezeigt. Dauer der Ausstellung ist dann bis Ende Januar. Und am 2. Advent lädt der ASK zur märchenhaften Zeit in das Atelierhaus ein. Zusätzlich sind noch zwei externe Ausstellungen in Berlin geplant. Bilderweg, Künstler lesen und malen am Haneberg. Und des Weiteren malen mit Kindern und ihren Eltern. Und wie gehabt finden folgende Kurse statt. Montags Töpfern, Keramik mit Kindern von 16 bis 18 Uhr. Mittwochs eine Malgruppe unter Anleitung. Und donnerstags ist der Farbkreis Erwachsene malen von 17 bis 19 Uhr. Also das bietet der ASK Ihnen an und wir würden uns freuen, wenn Sie mal vorbeischauen würden. Ja, also letztes Jahr hatten wir eine Projektwoche hier, wo die Mitglieder und Mitgliederinnen von früh bis abends in einer Werkstatt tätig waren zum Thema alte neue Siemensstadt, Siemens 2000. Wir waren vor Ort, haben uns die Gegend angeschaut, waren auf Spurensuche und haben dann eine ganze Woche hier vor Ort oder die Künstler und Künstlerinnen in Ateliers zu dem Thema gearbeitet. Die Ausstellung endet jetzt im Januar und wir hoffen, dass wir Sie jetzt bei Siemens bzw. vielleicht auch hier in Spandau am Rathaus noch weiter vorstellen können und aufbauen können. Und dieses kam bei unseren Mitgliedern auch so gut an, dass wir uns auch für dieses Jahr wieder vorgenommen haben, ein Thema zu finden, was uns alle interessiert und zu dem wir arbeiten können.